Der neueste Ableger der Monster Hunter Serie heißt Monster Hunter Stories 2 – Wings of Ruin und ist ein farbenfrohes Rollenspiel, in dem ihr in die Rolle junger Monsterreiter schlüpft, sogenannte Monsties züchtet und diese in rundenbasierten Kämpfen einsetzt. Falls dies euer erster Ausflug in die Welt der Monstie-Aufzucht ist, hier sind alle Infos, die ihr für einen erfolgreichen Start benötigt. Überall in der Welt leben unterschiedliche Monster, vom flinken Velocidrome bis zum giftigen Puke Puke. Während die Bezeichnung Monster für wilde und angriffslustige Kreaturen verwendet wird, nennen die Monsterreiter die gezähmten Wesen liebevoll Monsties. Mit der Monsterpedia könnt ihr Infos zu allen bereits entdeckten Monstern abrufen, wie zum Beispiel ihr Lieblingshabitat oder welche Ressourcen sie beim Erlegen fallen lassen können. In der Monstipedia könnt ihr Statistiken und die Fähigkeiten eurer gezähmten Monsties begutachten. Aber bevor es soweit ist, müsst ihr erst einmal die Monsties aus Eiern brüten. Eier können in Monsternestern geborgen werden. Ihr erkennt sie an den Steineingängen, die euch vom dicht bewachsenen Wald in modrige Höhlen führen. Haltet Ausschau nach verborgenen Monsterhöhlen mit funkelnden Eingängen, um Eier zu finden, aus denen seltene Monsties schlüpfen können. Sobald ihr ein Ei aus dem Nest nehmt, wird euer haariger Freund Naviru das Gewicht und, seltsamerweise, auch den Geruch bestimmen. Je schwerer das Ei wiegt und je besser es riecht, desto größer ist die Chance, dass darin eine Kreatur mit seltenen Genen steckt. Aber mehr dazu später. Seid auf der Hut, wenn ihr mit einem Ei flüchtet. Ein erbostes Mama-Monster könnte euch begegnen und nicht sehr erfreut darüber sein, dass ihr eins ihrer Babys klauen wollt. Bringt das Ei zum Ausbrüten in euren Stall, wo all eure Monsties hausen, die nicht in eurer aktuellen Gruppe sind. Der Stallplatz ist begrenzt, also müsst ihr zwischendurch eventuell ein wenig Platz schaffen, indem ihr hin und wieder ein paar Monsties in die Freiheit entlasst. Im Laufe eures Abenteuers könnt ihr den Stall ausbauen und erweitern. Sobald euer Monstie ausgebrütet und geschlüpft ist, ist es bereit für einen Ausritt und hilft euch dort mit einzigartigen Fähigkeiten beim Erkunden. Nutzt die Sprungfähigkeit des Velocidromes auf Steinplattformen, um an Stellen zu gelangen, die außer Reichweite liegen. Der Puke-Puke-Schrei hält schwächere Monster für kurze Zeit davon ab, euch zu verfolgen. Mit dem Bulldrome rennt ihr in Höchstgeschwindigkeit, während der steinharte Schnabel des Jan Kutkus euch durch angeschlagene Felsen in geheime Areale vordringen lässt. Wenn ihr mehr Monsties züchtet, entdeckt ihr noch viele weitere Reitaktionen, mit denen ihr zum Beispiel an Efeu hochklettern, fliegen oder schwimmen könnt. So werdet ihr die Welt noch besser erkunden können. Wollt ihr die aktuelle Reitfähigkeit ändern, wechselt einfach euer Anführermonstie im Camp-Menü. Kämpfe werden in einem rundenbasierten Modus ausgetragen. Du wählst zwischen drei Angriffsarten: Kraft, Technik oder Geschwindigkeit. Diese Wahl bestimmt das Ergebnis des Duells mit deinem Gegenüber. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Wie Schere, Stein, Papier, nur mit mehr Krallen. Verlierst du, nimmst du Schaden. Gewinnst du, triffst du den Gegner. Bei einem Unentschieden nehmt ihr beide Schaden. Wenn du und dein Monster mit der gleichen Angriffsart gewinnen, wird eine mächtige Doppelattacke ausgelöst, die massiven Schaden verursacht und die gegnerische Aktion unterbricht. Du und dein Monster teilt euch drei Herzen im Kampf. Wenn bei einem von euch die Lebenspunkte auf Null fallen, verliert ihr eins davon. Wenn alle drei weg sind, ist der Kampf verloren. Wenn du denkst, dass dein Monster dieser Aufgabe noch nicht gewachsen ist, kannst du es einmal pro Runde gegen ein anderes Monster austauschen. Die sogenannte Kinship-Leiste füllt sich beim gemeinsamen Kämpfen auf. Starke Aktionen wie Doppelattacken laden sie stark auf, während das Verlieren von Herzen die Aufladegeschwindigkeit kurzzeitig verbessert. Benutzt diese Aufladung, um Talente einzusetzen oder die Aktion des Monsters für eine Runde zu bestimmen. Wenn die Kinship-Leiste voll ist, hüpft auf den Rücken des Monsters und reitet es aus. Zusätzlich zum Heilungseffekt für euch beide könnt ihr im Reitmodus Kinship-Skills ausführen. Das sind mächtige Attacken, die eure Gegner besonders hart treffen. Gewinnt Duelle, während ihr reitet, und steigert damit ebenfalls den Kinship-Level, der eure Kinship-Talente stärker macht. Hin und wieder werdet ihr Unterstützung von einem Reiter namens Battle Buddy erhalten. Aktiviert ihr dann Kinship-Skills, werden verheerende Doppel-Kinship-Talente ausgeführt, die alle Feinde gleichzeitig treffen. Jedes Monster besitzt ein einzigartiges Set an Genen, das ihm Talente und Attribute beschert. Die Farbe repräsentiert das zugehörige Element, das Muster zeigt die Angriffsart. Gene sind in einem Raster von 3 auf 3 platziert. Ordnet drei Gene mit gleicher Farbe oder Muster vertikal, horizontal oder diagonal an, um einen zusätzlichen Bingo-Bonus zu erhalten. Mit dem Channeling-Ritual könnt ihr euch komplett austoben. Damit könnt ihr Gene von einem Monster auf ein anderes übertragen und mächtige neue Kombinationen und einzigartige
einzigartige Bewegungssets entdecken. So spendiert ihr Monsties Fähigkeiten, die sie auf natürliche Weise nie erhalten würden, wie zum Beispiel ein feuerspuckender Royal Ludroth. Maximiert die Werte eurer Monsties, indem ihr Gene derselben Sorte kombiniert oder in leere Vertiefungen bewegt. Damit beenden wir unsere kleine Einführungstour in die Welt der Monsties. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin erscheint für Nintendo Switch und den PC am 9. Juli. Für weitere Neuigkeiten zu Monster Hunter und Monster Hunter Stories schaut wie gewohnt vorbei auf IGN.